Stellen Sie sich vor, es ist Zapfenstreich und keiner geht hin. Naja, ganz so ist es ja nicht. Trotz der vielen Absagen, der frühere Bundespräsident Christian Wulff muss heute Abend nicht alleine dem Stabsmusikchor im Garten von Schloss Bellevue lauschen. Aber sein Wunschlied Ebony and Ivory wurde nicht gespielt. In unserer Rubrik Dit war Dit heute ein Spezial mit einem Blick zurück, was uns knapp 600 Tage Christian Wulff gebracht haben. Also mal ehrlich, wenn es ein Bundespräsident verdient hat, mit den höchsten militärischen Ehren verabschiedet zu werden, dann ist es doch wohl Christian Wulff. Was können wir aus seiner Amtszeit nicht alles mitnehmen? Obwohl, eine Menge nimmt er sich ja schon selbst mit. Und mache das mit Freude und aus Überzeugung. Stimmt, da muss man schon sehr überzeugt sein von sich. Im hohen Bogen aus dem Amt fliegen und dann auch noch die höchsten Ansprüche stellen. Also wir müssen alle hohe Ansprüche haben. Zumindest hat er all seinen Vorgängern etwas voraus. Als erster Bundespräsident in der Geschichte, der schon nach 20 Monaten die Segel streicht. Das ging sehr schnell. Ja, und auch wenn er sich in dieser kurzen Zeit nicht überall beliebt gemacht hat, lernen wir was draus. Um seinen Kredit zu verspielen, muss man erstmal einen aufnehmen und lieber wenige Freunde haben, die einem was borgen können, als viele, bei denen nichts zu holen ist. Ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Da macht es dann auch nichts, wenn nur 60% der Gäste zu seinem Zapfenstreich erscheinen. Dann bleibt wenigstens hinterher mehr vom Buffet übrig. Also eine insgesamt 60% Finanzierung. Und wie beruhigend ist auch die Erkenntnis, dass man es in diesem Land noch zu den höchsten Ehren und Auszeichnungen bringen kann, selbst wenn die Staatsanwaltschaft gegen einen ermittelt. Ich glaube nicht, dass es das oft in der Vergangenheit gegeben hat. Nicht zu vergessen das Upgrade, das unser Wortschatz erhalten hat. In Zukunft können wir alle mal ein bisschen um die Wahrheit herumwulfen. Insgesamt ziemlich große Fußstapfen für seinen Nachfolger. Das Amt des Bundespräsidenten ist aus vielerlei Gründen in Deutschland schwieriger geworden. Dank Christian Wulff. Deshalb steht ihm auch sein Dienstwagen und der Ehrensold in voller Höhe zu. Und seine Frau, die kann er hoffentlich auch behalten. Die Kohle wird er auf jeden Fall brauchen können. Ich bin jetzt schweren Herausforderungen ausgesetzt. Richtig, denn in Zukunft wird es für ihn wohl noch schwieriger, andere Leute zu finden, die ihm seinen Urlaub bezahlen.